Tom Berger, ihr seid dafür, dass man Ja stimmt nächstes Sonntag, wenn es um die 3 Millionen zur Sanierung der grossen Halle geht. Wieso? Ja, es ist ein reines Sachgeschäft, es ist ein reines Baugeschäft. Das Gebäude da hinter uns gehört der Stadt Bern. Die Stadt Bern ist für den Unterhalt zuständig, die Stadt Bern ist für die Sicherheit zuständig. Und es ist richtig und wichtig, dass die Massnahmen, die da vorgesehen sind, umgesetzt werden. Und gleichwohl zeigen sich ja auch Betreiber von der grossen Hauer oder der Ritschu manchmal kritisch der Stadt oder allgemein den Behörden gegenüber. Wieso sollte die Stadt da noch Geld in die Hand nehmen, wenn sie eben so kritisch sind? Das Gebäude gehört der Stadt. Die Stadt hat zwei Leistungsverträge mit Vereinen, die in diesem Haus beheimatet sind. Und ich finde, wenn man mit der Nutzung des Gebäudes nicht einverstanden ist, wenn man irgendetwas ändert, wenn man nicht einverstanden ist, wie die Leute, die hier arbeiten, mit dem Gebäude umgehen, dann kann man das über die Leistungsverträge machen. Aber dann macht man es nicht über einen Baukredit, der jetzt zur Urne an die Abstimmung kommt. Also das heisst, die Abstimmung am Sonntag hat eigentlich gar nichts damit zu tun, ob man die Ritschu und alles, was dazugehört, gut findet oder nicht? Überhaupt nicht. Es gibt die Leute, die das Gefühl haben, wir können das Gebäude in die Luft sprengen und da irgendein Parkhaus herbauen. Das ist ein hochdenkmalgeschütztes Gebäude. Ich finde so ein schönes Gebäude. Was drinnen passiert, ist eine andere Frage. Es ist klar, das Gebäude gehört der Stadt. Die Stadt ist für den Unterhalt zuständig. Also das heisst, eigentlich erstaunt es ja noch, oder? Dass wie dir als, ja, sie hören uns zu, dass dir als bürgerlich oder ja, von FDP, oder setzt euch hier quasi in das Ja-Komitee, also Ja für die Ritschu, oder? Das erstaunt auf den ersten Blick irgendwie. Ja, unsere Partei hat das Thema natürlich lang und breit diskutiert und eben wir sind wirklich zum Schluss gekommen, man muss es trennen, es ist ein Sachgeschäft, es ist ein Baugeschäft, es geht um den Baukredit und es geht nicht darum, was im Gebäude selber passiert. Und das, was dann aber eben passiert, also so Ritschu grundsätzlich, findet ihr aber okay oder wie steht eure Haltung dazu? Ja, es ist unbestritten, dass das ein kulturell wertvoller Ort ist. Es ist unbestritten, dass da enorm viel gute Jugendarbeit betrieben wird. Natürlich gibt es Situationen, die absolut nicht tolerierbar sind. Natürlich gibt es Situationen, die man so nicht akzeptieren kann. Und irgendwann müssen wir eine Lösung finden. Aber das ist nicht am 10. Juni, dem man Nein stimmt. Das wäre überhaupt kein Beitrag zur Lösung von diesem Problem. Und die Stadtbevölkerung quasi hat sich ja schon mehrmals für quasi diesen Betrieb geäussert. Von dem her steht die SVP wirklich ein bisschen alleine auf weiter Flur da. Ja, ich glaube, es ist halt eines der wenigen Themen, die sie in der Stadt Bern noch haben. Sie sind sehr monothematisch unterwegs. Es ist halt ein Thema, das sehr emotionalisiert. Es ist ein Thema, das sehr polarisiert. Es ist ein Thema, wo man halt viele Leute damit ein bisschen aufwecken kann und so. Aber einfach immer die Abwehrreflexe ansprechen, das ist aus meiner Sicht nicht wirklich ein Beitrag zur städtischen Politik. Ich denke, wir hätten hier in Stadt Bern andere Themen, die wir viel dringender müssten angehen. Was mich zum Schluss vielleicht noch interessieren würde, ist, sagen, klar, man muss es anschauen, der ganze Betrieb, aber eben der 10. Juni, der Rahmen ist jetzt der falsche. Wie sind denn eure Pläne jetzt vielleicht auch auf der politischen Agenda? Wie geht ihr da weiter vorwärts in dieser Entwicklung, sage ich jetzt mal? Wir haben die zwei Leistungsverträge. Die Leistungsverträge definieren, wie viel Geld bekommen die Institutionen und definieren noch, was sind die Pflichten, die mit diesem Geld verbunden sind. Und wir werden uns garantiert, wenn die Leistungsverträge wieder verhandelt werden, was jetzt gerade der Fall wird sein, dort beibringen und wir werden dort unsere Vorschläge machen für eben Lösungen, die dann auch verheben und nicht einfach ein Nein, dass man mal wieder Nein gesagt hat.